Hi Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac. Ja, wir haben ja letztens Challenge Meet Forever gespielt. Heute spielen wir The Doctor's Revenger oder wie das auch immer ausgesprochen wird. Und ich, na fuck, scheiße, das wollte ich nicht. Wieso höre ich gerade nichts? Vielleicht, weil Sound auf off ist. Ja, bei diesem Challenge spielen wir sozusagen den Zombie Challenge. Yay, und da haben wir schon unser Geheimraum. Und kriegen Pinky A, das heißt, wir, keine Ahnung, zu wie viel Prozent können wir Dingens Schaden machen, vergiften. Das bringt uns aber so gesehen gar nichts, glaube ich. Da wir nicht vergiften können, so gesehen, ne? Ich frage mich, was mein Internet zurzeit hat oder was mein Google Chrome Browser zurzeit hat. Das will sich einfach nicht hin. Ich mache jetzt Schleichwerbung für. Ich weiß nicht, ob das sehen, aber diese kleine Ecke, das ist Zalando. Aber naja, ich glaube, das kann man gar nicht als Schleichwerbung bezeichnen, da Schleichwerbung nur als Schleichwerbung bezeichnen kann, wenn man dafür auch Geld kriegt. Und das tue ich nicht. Kein Wunder. Und ja, darum ist das auch keine Schleichwerbung. Technisch oder gesetzlich oder was auch immer gesehen. Ne? Ich meine, bei den großen Filmen, zum Beispiel bei, ich weiß gar nicht, was für große Filme es gibt. Also ich meine, mir fällt jetzt gar kein guter Film ein, aber James Bond. James Bond. Der fährt ja immer so ein Auto. Welcher Auto es war, weiß ich gar nicht. Aber der fährt auch immer so ein gleiches Auto. Und ja. Ich gehe extrem stark davon aus, dass die dafür extrem viel Cash kriegen. Denn, oder die kriegen die Autos umsonst oder sowas. Das sind ja nur pro Stück 100.000 Euro oder so ein scheiß Auto, ne? Kriegen die halt umsonst und so. Schätze ich mal. So, denn, dadurch kriegen die halt auch Aufmerksamkeit. Oh, ich kann die wirklich tatsächlich vergiften. Das ist ja nice, das habe ich auch noch nicht gewusst. Das klingt jetzt voll so, als ob ich so tue, als ob ich von der Pro bin und alles wissen muss, aber ich tue eigentlich so gut wie gar nichts wissen. Es gibt so viele Items, gottverdammte Scheiße. Es gibt viel zu viele Items. Dann gucken wir schon mal, was das Ding kann. Komm schon, übersetzt auch bald. The Binding of Isaac Items. Wir sterben, Scheißteil. Ja, können wir gleich noch schauen, was das Ding so kann. Yay. Wird in Deutsch übersetzt. Katzenschwanz, 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 Schwanz, Schwanz, Katzenschwanz, Katzenschwanz, Katzenschwanz. Wenn ich jetzt für jedes Mal, wenn ich Schwanz gesagt hätte, ein Piep setzen müsste, das wäre viel Arbeit, wa? So, wir suchen mal den scheiß Katzenschwanz. Ich hoffe mal, ich habe den nicht übersehen. Katzenschwanz. War da gerade ein Hundekopf? Ich glaube schon, oder? Aber egal. Ach, da war's, da war's, da war's. Okay, erhöht die Chance auf goldene Truhen und normalen Truhen. Auch verringert sich die Chancen von anderen normalen Pickups, nicht nur Tasten. Tasten? Eine Verweise. Okay, interessant. Also man hat höhere Chancen, Truhen zu finden. Naja. Was soll man dazu großartig sagen? Außer super toll. Besonders Goldtruhen, da ich gerade mal einen Schlüssel habe. Kaboom! Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Aber naja. Das wird schon nicht zu laut sein. Hoffentlich. Wow, ich rede hier in so gebrochene Sätze. Hier gibt es keinen Goldraum, oder? Ich glaube, bei den meisten Challenges gibt es keinen Goldraum. Aber es gibt Challenges, wo es Goldraum gibt. Das weiß ich. Zum Beispiel, Large March. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es Goldräume gab. Ja. Und ich glaube auch bei Dingens. Wie hieß es nochmal? Scheiße.
Scheiße. Ich muss gerade ein bisschen konzentrieren, darum kann ich nicht so gut nachdenken, darum kann ich auch nicht so gut reden. Nee, warte. Ach, scheiße. Ah, 7 years bad luck oder sowas. Ach ja, ich wollte ja gerade cheaten. Also, was ist jetzt cheaten? Ich wollte gerade eigentlich zu Kane wechseln. Aber das habe ich scheinbar irgendwie vergessen. Denn Kane hat ziemlich gut Glück. Ziemlich gut Glück, ziemlich viel Glück. Und so kann man auch was reißen. Auch viel reißen. Ich meine, Kane einfach so zu spielen, also ohne Challenge zu spielen, ist durchaus recht schwer, da der nur ein Leben hat. Und ich kann absolut nicht spielen, wenn man nur ein Leben hat. Das geht bei mir einfach nicht. Und ich suche jetzt gerade einfach nur Schlüssel. Beziehungsweise ich haue jetzt einfach nur auf Schlüssel. Und ja. Das geht bei mir einfach nicht. Ich kann nicht ohne Leben spielen. Ich meine, keiner kann gut ohne Leben spielen. Okay, ein Herz. Super. Geld, noch besser. Besonders mal ein Geld reingesteckt hat und ein Geld wieder rauskommt. Voll unnötig, Alter. Na, wir schauen nochmal. Und da oben. Wir suchen jetzt gerade den super Geheimraum. Einfach weil ich gleich essen muss und nichts anderes zu tun habe. Und ich gleich eine Aufnahmepause machen muss, so gesehen. Aber naja, ich kann jetzt, ich sollte jetzt in ca. 10, 20 Minuten essen gehen. Und naja, da muss ich halt eine Aufnahmepause so oder so machen, schätze ich mal. Außer ich sterbe echt extrem früh. Bombs Akis, super. Das ist doch schon mal was. Ach, wir haben auch keinen Bomben mehr. Ach, das macht ihr uns gar nicht. Wir machen aber Kaboom. Kaboom, Kaboom. Ach, da sind ja noch die Truhe, die ich nicht vergessen sollte. Bomben und Schlüsseln. Naja, die Goldtruhen sind auch nicht mehr das, was die mal früher waren, war. Also ich meine vor 2 Tagen. Nee, Spaß. Ich weiß nicht, wann ich mir der Binding auf Eis geholt habe. Aber so lang ist es noch nicht her. Ich schätze mal so auf eine Woche, 1,5 Wochen, 2 Wochen. Nicht 2 Wochen, aber halt nicht so lang. Yay, Money! Money, Money, Money. Let's go, Money. Scheiße, ich kann nicht singen und sollte auch nicht singen, was ich schon viel zu oft gesagt habe, aber nie dran halte. Super Geheimraum. Ich finde dich nur. Krabb. Ich sollte damit sein lassen. Jedes Mal eine Bombe zu werfen und dann Krabb umzuschreien, das ist es nicht, was ich machen sollte, wollte, könnte. Super Geheimräume sollen ja nur an einen Raum anlegen. Das heißt, es könnte da links, also da, Mitte links sein, also, ne. Ich meine, wir haben ja eh unendlich Bomben, so gesehen. Das könnte aber auch hier oben sein. Ich finde die Bomben sogar fast noch besser als diese, Fuck, Alter. Das hätte ich mir vielleicht für später aufsparen sollen. Denn diese Heiligenherz verwandelt sich ja in eine Dingensherz, in eine Herzcontainer, wenn man Challenge schafft. Aber, also ohne, also wenn man den Ebene schafft, was für Challenge. Wenn man den Challenge schafft, ist es auch schon vorbei. Come on, ich muss es schaffen. Eieieiei. Was ich sagen wollte ist, ich finde Bomben sogar fast noch besser als diese anderen Dinger, diese Giftbomben, was man spuckt, was man kriegt, wenn man so eine Marmeladeglas öffnet oder so, wo man Marmeladeglas aufsammelt. Denn da habe ich mich schon sehr, sehr oft selber verletzt. Einfach nur, wenn ich so mache, duff, dann habe ich mir schon selber ein Leben abgezogen, so gesehen. Und das ist durchaus scheiße. Kurz gucken, ich habe Dingens, okay. Gebe ich denn all mein Geld? Ich glaube, das mache ich gleich mal. Einfach, weil ich es kann.
Und der gibt manchmal ziemlich coole Sachen. Lebensupgrade zum Beispiel. Komm mal, gib mir Lebensupgrade. Yay! Ich habe es bis jetzt nur sehr, sehr selten geschafft, etwas zu sagen. Und das ist auch wirklich passiert. Und da war einer dieser seltenen Fälle. Ich meine, ihr kennt das bestimmt selber. Ihr merkt irgendwas, was öfters mal passiert. Und dann sagt ihr das. Und dann passiert es halt genau dann nicht. Aber gerade hat es ziemlich gut gepasst. Krabben. Alter, ich habe diesen Drang dazu, Krabum zu sagen, wenn so eine Bombe explodiert. Ich weiß nicht warum. Aber diesen Drang verspüre ich. Ach, da ist noch so ein Bettler. Geh mal den auch mal an mein Geld. Kann ja nicht schaden. Bomben. Genau das, was wir brauchen. Ist ja nicht so, als ob wir Bomben spucken. Der Joker, was macht der nochmal? Ach, wir haben kein Geld mehr. Den vergesse ich eh, also werfe ich mal Kabum. Schauen wir doch mal nach, was der Joker macht. Das ist ja ganz unten irgendwo. Der Joker. Zimmerteil verwendet. Entführt sie in die Zimmerteil beendet von Ort, die sie in der Zimmer. Was? Teufelraum wirklich. Okay, setz mal einfach mal ein. Brauchen wir nicht. Brauchen wir absolut nicht. Absolut nicht. Also diese Pfote können wir ja gar nicht holen, da wir kein 3 Seelenherzen haben. Solar. Aber diese Dingens da, ich weiß zwar nicht mal, was es kann, aber brauchen wir nicht. Ich glaube, dadurch kann man fliegen. Bin mir aber nicht sicher. Und da ich jetzt in diesen Teufelsraum geschaut habe, kann ich nicht mehr. Kann man hier in diesen Run keine mehr. Keine. Keine, was weiß ich, keine. Himmelraum kriegen? Nicht mehr, zumindest. Weil die. Wenn man einmal ins Teufelraum gegangen ist, kriegt man die Himmelräume nicht mehr. Was durchaus schade ist. Ich glaube, den hasse ich normalerweise so derbe, Alter. Den könnte ich den Kopf abbeißen. Weil die nerven einfach nur. Ach, das war das, was ich gefunden habe, ne? Ja. Und ja. Eigentlich nerven die nur, finde ich. Aber mit Bomben geht das. Mit Bomben ist das echt okay. Denn die können dann auch von vorne angegriffen werden. So, der ist Geschichte und der ist Geschichte. Geschichte ist absolut meiner Meinung nach unnötig. Sagt, was ihr wollt, aber ich finde Geschichte unnötig. Rabum. Nein, ach fuck, wieso laufe ich auch noch da rein? Rabum. Ich habe echt nichts zu sagen, dass ich einfach Krabume sage. Gibt's ja echt nicht. Multikrabum. Okay, jetzt schön denken, wo der hinfliegt. Okay, so, 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 also hier. Ja, Planung pur. Ich habe eine super Genie-Kopf. Strange brauchen wir eigentlich gar nicht, glaube ich. Denn das bringt uns nichts. Schätze ich mal. Lack ab, das ist schön. Aber nehmen wir trotzdem mal mit. Und Gabel, ich glaube, wir kriegen zufälligerweise irgendwie Leben zufälligerweise. Sicher bin ich mir aber auch nicht mehr. Gabel müsste hier irgendwo sein. Gabel. Halbes zu heilen, ja. Wenn ich ein Zimmer geschafft habe, kriege ich 10% Chance, halbes Herz zu heilen. Ich meine, letztendlich Pinkie Eye bringt mir so gesehen nichts, oder? Ich meine, die Chance, dass ich da kriege, ist sehr selten. Kurz warten. Okay, das war niemand. Also zumindest, ich hab's nicht gekriegt. Meine Mutter hat's wahrscheinlich gekriegt. Kaboom! Ich soll damit aufhören, Gott verdammt! Aber ich vergesse es immer. Einfach weil das diese Drang habe. Einfach weil das diese Drang habe.
Skeleton Cave. Ach, nehmen wir mal, ganz ehrlich. Diesen Raum werden wir schaffen. Auch wenn diese Dinger ein bisschen nervig sind. Aber, naja. Sind ohne Probleme zu besiegen. Ach, das wird doch ein bisschen komplizierter, schätze ich mal. Denn wenn die einmal zu Klumpen geworden sind, stoppt die Bomben die nicht mehr. Und das ist durchaus kompliziert. So. Und diese Dinger nerven einfach nur. Besonders der sehen kann. Oder der Augen hat. Wie man sehen kann. Ach, ich kann ja einfach. Boom. Ach ja. Die hasse ich eigentlich auch. Aber ich denke mal, hier wird das kein Problem sein. Ich hasse viel zu viele Sachen hier. Wieso spiele ich es überhaupt? Ne? Fragen über Fragen. Ey, ich habe nur eins gebildet. Ist das nicht wunderschön? Daumen hoch, abonnieren, favorisieren, wenn ihr diese 1 auch gesehen habt. Jetzt ist es kein 1 mehr. Scheiße. Jetzt könnt ihr mich alle deabonnieren. Scheiße. Jemand besucht uns. Also, ne? Also ich wusste es, dass die uns besucht, aber ich wusste nicht, wann die kommen. Und, what the hell? Und ja, ich hoffe mal, die stört mich nicht. Denn sonst ist das doch recht scheiße. Wir haben... Ach, jetzt haben wir sogar eine goldene Schlüssel. Das ist ja wunderschön. Schlüsselprobleme werden wir 100% nicht mehr haben. Da bin ich mir 100% sicher. Obwohl, so 100% sicher auch nicht. Wenn wir noch so viele Gold... Wir kriegen ziemlich viele Goldruhe. Das finde ich echt cool. Und ja. Ne? Wenn wir noch mehr Goldruhe kriegen, könnte das doch nur zu ein Problem werden. Wir haben echt viel Luck hier gerade. Also, ne, es geht. Meine Mom ruft mich gerade. Ich mache mal eine Aufnahmepause hier. Hey Leute, ich bin wieder da. Ich war kurz essen. Und ja, jetzt bin ich wieder da. Darum zocken wir jetzt weiter. Alter. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet, dass wir direkt hier sind. Aber okay, das kaufen wir uns. Auf jeden Fall. Denn das Ding ist cool. 50% auf alles ist doch recht cool. Sound ist aus. Aber kein Problem. Dann schalten wir es halt wieder ein. Ne? So einfach geht das. Bounce. Wow. Friss Bombe. Wollen wir das denn benutzen? Ich weiß ja nicht. Wir haben noch 4 Münzen, dann benutzen wir das mal direkt. Yay, jetzt haben wir wieder 4 Münzen drauf geschissen. Wir explodieren das Ding. Krab. Ich habe gerade fast wieder vergessen, dass ich nicht Krab-Boom sage. Oder sagen will. Oder sagen soll. Aber ich suche jetzt erstmal Geheimraum. Denn ich finde, Geheimraum kann einem durchaus sehr dolle helfen. Und da ist der auch schon. Super Geheimraum suchen wir jetzt nicht mehr, denn das dauert mir einfach zu lange. Obwohl, da oben rechts gehen wir noch hin. Da können wir auch direkt hier eine Bombe legen. Und Madis. Yay. Genau das, was ich haben wollte. Nicht. Kra. Ich habe diese Bedürfnis, aber ich will es nicht machen, da es einfach unnötig ist. Ne? Ich meine, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Das ist genauso wie ich bei irgendwelche anderen Spielen irgendwelche andere Sachen sagen muss. Aber es nicht sagen sollte. Zum Rennfahren. Obwohl das nicht voll unnötig ist, ne? Verstehen wir uns? Ja, ja, das tun wir schon, wa? Wieso bin ich so blöd und laufe da in der Ecke? Arcade-Raum. Gehen wir einfach rein. Einfach, weil wir das hier machen können. Wir können natürlich noch was zocken, aber das hat... Scheiße, wieso habe ich das Ding explodieren lassen? Ich bin so blöd. So super, super blöd. Super, super... Blöd? Was ist blöd auf Englisch? Stupid. Draufgeschissen. geschissen.
Ich bin der Meinung, dass ich Englisch hasse, beziehungsweise absolut nicht kann. Ich hasse Englisch nicht, ich finde grammatikalisch das absolut einfach und so, aber ich kann es einfach nicht. The fuck, willst du mich umbringen oder what? Dann setzen wir das mal direkt ein. Ach, mach da zwei Teufels raus. Nein, ich werde es nicht sagen. Ich habe keinen Plan, warum ich diese Bedürfnis habe, aber irgendwie habe ich die einfach. Der verfolgt mich. Macht mir Angst. Alter, wann lässt ihr mich hier nicht in Ruhe? Na, ach, scheiße. Ui. Katzenkopf. Ich glaube, Katzenkopf macht noch nicht, dass ich nur noch ein Leben habe, oder? Das war Katzenkörper. Dann schauen wir mal, was dieser Katzenkopf kann. Katzenkopf. War das nicht irgendwo ganz oben? Ich weiß es nicht mehr. Katzenkopf. Ich hoffe, ich übersehe es nicht, denn sonst wäre das extrem scheiße. Noch sieht es nicht so aus, als ob ich es finde. Aber da ist es. Ja. Es scheint 2 bis 4 blaue Fliegen. Um Schaden Feinde fliegen wird nicht leichen, wenn die Eingaben eine Tür wären, sie es. Also bringt uns Fliegen, was durchaus cool sein könnte. Ja. Die 2 Sachen will ich absolut nicht. Oder will ich... Ja, ich glaube, ich nehme diese Katzenkopf. Ich weiß doch nicht, wann mir das Ding Fliegen bringen, aber ich glaube, wenn ich Schaden kriege, oder? Ne, wenn ich das einsetze. Ach ja. Ich bin so intelligent. Das ist ja ein Space-Item. Wie sollte man drauf kommen, dass man das einsetzen sollte? Ich meine, what the... Habe ich keinen Kackihaufen? War das letzte Run? Ich habe nämlich gerade eben schon mal gespielt und ich dachte, ich hätte eigentlich Kackihaufen. Aber scheinbar nicht, wa? Die klauen mir mein Geld, das finde ich nicht fair. Ich habe keinen Kackihaufen, das ist echt kacke. Wir haben aber unendlich Schlüssel. Ach, das gibt's doch echt gar nicht. Und wir haben viele Truhen, das ist cool. Und dadurch kriegen wir auch Cash. Cash, 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 Cash. Und wir bräuchten vielleicht 2 Herzen. Wow. Da habe ich die Fliegen voll verschwendet. Denn die greifen gerade diese unnötige Scheiße an. Aber... Hey, angreifen. So, brav. Fliegen kann man mit Bomben nicht so gut treffen. Ist halt so. Kann man nichts machen, wa? Ui, Geheimraum. Money, money, money. Ich sollte aufhören zu singen. Das sage ich immer wieder, aber ist mir scheißegal, denn ich hab's einfach drauf und ihr nicht. Und ja, Krammel, hell. Ah, keine Ahnung. Alter, komm mir nicht so nah. Ihr scheiß Fliegen. Ihr scheiß, keine Ahnung, was für Köpfe. Köpfe? Einfach nur Köpfe. Das sind einfach nur Köpfe. 2 of Diamonds. Dann hole ich mir nochmal mein Geld. So, noch mehr Geld. Ich setze das jetzt nur noch nicht ein, da ich Scheiße. Ich dachte, wir drüber fliegen. Ach, ich bin so blöd. Die spawnen ja nur Spinnen. Gute Sachen kann er ja gar nicht spawnen. Ich hab... Was wollte ich sagen? Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Ach, ich setze diese Karte bloß noch nicht ein, weil ich könnte ja in dieser Ebene noch mehr
Geld finden und dann habe ich so gesagt noch mehr Geld. Ne? Verstehen wir uns. Es gibt diesen Typ auch als Endgegner. Boah, der ist so derbe Scheiße. Den könnte ich ankotzen. Den könnte ich wirklich ankotzen, denn der ist wirklich derbe Scheiße. Der hat keine Lebensanzeige. Das ist ja schon schlimm genug. Aber der ist einfach scheiße. Der, weil den muss man immer wieder von hinten treffen oder so. Ich habe keinen Plan, wie man den treffen muss. Aber irgendwie schaffe ich es einfach nicht. Und der ist einfach derbe Kacke. Ist halt so. Ich suche jetzt gerade den Shop, da wir gerade ein bisschen mehr Cash haben als normal. Vielleicht gibt es ja auch noch einen Akkordraum. Kann man ja nie wissen, wa? Das wäre durchaus auch schön. Noch ein Akkordraum. Was bringt uns das Ding denn? Wo sind nochmal die Sachen, die man bei sich tragen kann? Nicht hier. Da war's doch, oder? Nee. Hier ist es. Das war Gedärme oder sowas. Da, Nabelschnur. Als Eissack, die Gesundheit wird zu ein... Ach so. Ach, wenn ich nur noch ein halbes Herz habe, kommt Little Steve oder so. Stimmt ja. Ich meine, ich wusste es nicht vorher, aber das hatte ich schon mal. Aber ich habe es trotzdem nicht gewusst. The Stars. Was bringt der denn? Schau mal direkt nach. The Stars. Da bin ich an die Artikelzimmer. Ach so. Das ist ja aber direkt hier, ne? Also. Scheiß Viech. Stirb. Du bist so nichts zu gebrauchen. Stirb. Krapp. Ich habe echt diesen Drang, das zu sagen. Yay, wir haben unendlich Schlüsseln. Und Bomben auch unendlich sozusagen. Und unendlich Geld. Das ist. Ah, was ist hier unendlich Geld? Aber relativ viel Geld. Da gehe ich hoch. Weil es meistens recht coole Sachen gibt. Heute scheinbar irgendwie nicht. Yay, wir haben 6 Superfliegen. Das wird uns voll fett weit helfen.